Ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem Rumänen unterhalten und fragte, was er beruflich macht. Und er sagte, er wäre Zigeuner. Und ich zuckte sofort zusammen. Er sagte das, nicht ich. Und ich würde mich nicht trauen, um Himmels Willen. Auf jeden Fall sagte er, ja, ich sagte dann gleich als Antwort, weil ich so verdutzt war wie jetzt auch, ob er Sinti oder Roma wäre. Und da sagte er, weder noch. Er wäre Zigeuner und da legt er auch großen Wert drauf. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten von diesen Untergruppierungen. Nun habe ich natürlich, war ich natürlich verblüfft und habe dann mal nachgefragt bei einer Behörde, wie man das denn jetzt benennen soll, wenn die das so benannt haben wollen. Und dann hat man gesagt, man hat da intern ein Wort in den Medien, also in den Behörden entwickeln, das heißt Rotationseuropäer. Und das heißt, dafür wird Geld ausgegeben, um offensichtlich solche Begrifflichkeiten zu machen. Also es ist eine unglaubliche Situation. Dieser Konformitätsdruck ist ein Framing. Wir werden im Prinzip geframed. Das heißt, wir dürfen bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Und gerade in der heutigen Zeit auch Demokratie anzuzweifeln, die Demokratie, die als Gegenteil zur Diktatur gesehen wird, letztendlich aber eine spezielle Diktaturform ist. Deshalb ist sie übrigens in der amerikanischen Verfassung auch explizit ausgeschlossen. Denn eine Demokratie in der amerikanischen Verfassung ist nicht vorgesehen. Weil man hat das letztendlich gemacht, um ein Königreich zu verhindern, dass man diese Parteiengeschichten eingereicht hatte. Aber was für mich wichtig ist, ist der Begriff Partei, den du gerade ansprachst. Partei ist ja Part und Part ist Teil. Und Pars Populi heißt Teilung des Volkes. Und jetzt wissen wir auch schon, was die Aufgabe der Parteien ist. Ja, leitet sich ab. Wir können das ganz offen erkennen. Was haben denn die Parteien für eine Aufgabe? Die Parteien haben nur eine Aufgabe, zu wachsen. Sie wollen am Trog bleiben. Mehr nicht. Sie haben auch gar keine Zeit, sich um die Menschen zu kümmern, um das sogenannte Volk. Volk darf man nicht mehr sagen. Heute heißt es Bevölkerung, was natürlich auch so ein irrsinniger Begriff ist. Denn Bevölkerung ist ja ein Zustand. Aber Bevölkerung liegt wieder näher an völkisch, was man ja auch nicht sagen darf. Ja, das ist genau das Hauptproblem. Eigentlich darf man bald gar nichts mehr sagen. Also am besten man grunzt, so wie im Fernsehen. Ich habe gestern... Also ich muss das kurz sagen, ich war gestern wirklich entsetzt. Ich habe gestern vorgestern Abend, als wir angekommen sind aus Toronto, den Fernseher in dem Hotel angemacht und einfach nochmal reingeguckt. Und da lief eine Show, die heißt Drag Queen. Also Drag nicht mit D-R-E-C-K, sondern D-R-A-G. Und ich habe nach 3 Minuten völlig entsetzt ausgemacht, weil es für mich nicht mehr auszuhalten war. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Es ist unvorstellbar, was hier an einer neuen Norm geschaffen wird, was hier für ein Framing stattfindet und die Menschen eben halt längst nicht mehr im Rahmen der Demokratie frei sind, sondern umgepolt werden, so wie man es will. Und das ist feudal, ganz eindeutig. Das ist ja das, was ich erzählt habe mit dieser Friedrich-Ebert-Stiftungsstudie, die Abwertung der anderen. Ihr könnt euch die gerne mal angucken im Internet. Aber spannenderweise ist ja auch dieser Konformitätsdruck kommt ja von ganz verschiedenen Seiten. Also ich kann mich erinnern, ich habe noch relativ gut im Kopf, als 1995 in Peking die UN-Weltfrauenkonferenz stattgefunden hat, wo man Gender Mainstreaming beschlossen hat. Und in, ich glaube, 120 Ländern mit einer Art schon vorgesehen gesetzgebender Wirkung. Das ist damals natürlich noch nicht so bezeichnet worden. Im Nachhinein wissen wir, dass es so gewesen ist. Und ich war so in einem Kreis mit Journalisten, wir fingen an, also alternative Journalisten, wir fingen das an zu hinterfragen. Ich habe dann Vorträge auch zu dem Thema in den darauffolgenden Jahren gehalten und ich kann sagen, so bis 2010, 12 ungefähr, war, wenn jetzt so, wie viel sind das, 3000 Leute vielleicht, wenn ich gefragt hätte damals, wer hat schon mal was von Gender Mainstreaming gehört? Dann haben vielleicht also 20stel die Hände gehoben. Jetzt frage ich heute mal, wer hat von Gender Mainstreaming gehört? Ja, alle. Alle, natürlich. Das heißt, es hat sich in unser Leben hineingegraben. Wir wurden damit konfrontiert. Die Kinder in den Kitas, in den Kindergärten, in den Schulen, in den weiterführenden Schulen, an den Unis, in den Behörden, in den Sendern,
im Berufsleben sind konfrontiert mit Gender Mainstreaming. Und ich war damals völlig entsetzt, weil ich mir die Statuten durchgelesen habe und festgestellt habe, es war eine, auch das setze ich in Anführungsstriche, frauenfördernde neue Sichtweise und eine absolut männerbenachteiligende, was sich ja auch heutzutage in den Schulen bei unseren Jungs widerspiegelt, die also unter gehörigen Druck gesetzt werden, aber eben auch diese Wahnsinnsidee, dieses Menschenexperiment, dass der Mensch, der geboren wird, kein wirkliches Geschlecht habe und heutzutage sein Geschlecht wechseln könne, wie er möchte. Ich meine, das widerspricht allem logischen Denken, jeder Erfahrung, widerspricht der Biologie, der Soziologie, aber es wurde mit völlig wirren Thesen manifestiert in unsere Gesellschaft. Und ich habe damals, also gerade in dieser kleinen Vorschau hier, hieß es ja 2007, sorgte mein Buch für einen Eklat. Und dieses Buch, das Prinzip Arche Noah, da hatte ich ein ganzes Kapitel über Gender Mainstreaming geschrieben und habe auch aufgerufen und habe gesagt, wehrt euch dagegen. Das wird diese ganze Gesellschaft umformen. Aber das ist eben genau das, was wir am Anfang gerade gesagt haben. Die Rufe verhallen und wir wissen inzwischen auch, dass wir nichts mehr reißen können. Die nächste Entscheidung der UN war ja letzten Dezember im letzten Jahr zum UN-Migrationspakt und wir sehen, er wird 1:1 umgesetzt. Das heißt, kann man überhaupt noch irgendwas aufhalten? Naja, es wird ja alles ganz offen. Es ist ja alles völlig offen. Wir sind ja tatsächlich davon betroffen. Und ich darf da nochmal an das Zitat erinnern, welches ich am Anfang genannt hatte. Wir wissen es ja alles. Wir sind ja voll mit Wissen, aber wir machen trotzdem irgendwie nichts. Und wenn wir gegen die Allgemeinheit nichts tun können, die Individualität, die Identität, jeder hat ja eine Identität, aber Identität wird verwechselt mit identitär. Und das ist schon wieder irgendwas Böses, was Rechtes. Und genau da liegt das Problem. Wir haben Knoten im Kopf und sind natürlich nicht mehr in der Lage, uns frei ausdrücken zu dürfen. Wir müssen es immer umsprechen. Und wenn ich zum Beispiel in der heutigen Zeit sehe, was in den Parteiensystemen in Deutschland abläuft, wir kriegen ja in Kanada sehr wohl mit, was in Deutschland sind. Wir sind wahrscheinlich deutsch-patriotischer als viele Deutsche, die in Deutschland sind. Gerade weil wir uns aktiv mit unserem Land auseinandersetzen. Und diejenigen, die auf unseren Seminaren da mal waren, die wissen das auch. Aber man darf ja bestimmte Themen wie zum Beispiel historische Zusammenhänge gar nicht mehr ansprechen, weil man sofort in Schwierigkeiten kommt. Das geht ja sogar noch weiter. Wenn ich beispielsweise einen Menschen, einen Abgeordneten von einer falschen Partei treffe in irgendeiner Form, dann kann es sein, dass ich meinen Job verliere. Ja, also es ist ja, es gibt diese Geschichte, glaube ich, kauf nicht bei AfD-Mitgliedern oder irgendwie sowas. Alleine die Aussage, egal ob man dazu steht oder nicht, ich meine, wir hatten schon mal eine Zeit, da hat man auch Bevölkerungsgruppen benannt, bei denen man nicht kaufen sollte. Und das sind ja quasi reine Wiederholungen, das muss einem doch langsam mal klar werden.